Hey Leute, hier ist Felipe und willkommen zu einem Video, wo ich euch einmal alle geheimen Fahrzeuge zeige, die zu Hawaii geupdatet wurden in dem Overhaul. Und das sind ziemlich viele. Ich glaube 10 Stück wurden neu gemacht und zack. Ja, den Helium-Luftballon, den haben wir ja schon gesehen. Wie heißt das? Keine Ahnung. Ja, den haben wir schon gesehen im Update-Video für die Leute, die das von euch geguckt haben auf meinem Kanal. Und leider hat Boom das Video schon rausgebracht, während ich viel zu tun hatte von Schule aus. Ich kopiere ihn nicht. Shut the fuck up. Okay. Nein, Spaß. Auf jeden Fall stelle ich euch hier einmal alle Fahrzeuge vor, wie ich am Anfang von Hawaii schon einmal gemacht habe, wo ich auch alle Hawaii-Fahrzeuge einmal gezeigt habe. Das hier ist übrigens eine legit Vanilla-Welt von mir, die Hauptwelt, in der ich momentan spiele. Mein schönes Auto da vorne. Das ist nicht neu. Das ist handmade, okay? Das habe ich selbst gemacht mit dem Barbwire und den Sandbags hier und so. Naja, also. Ihr könnt auch mal einen Sneak Peek in das Haus bekommen hier so. So groß will ich das ungefähr bauen. Und hier unten haben wir schon für die eine Quest den Kuchen. Ich bereite hier sozusagen schon mal alles Vanilla vor, wie ich die Quests dann machen werde. Ja. Und also fürs Quest-Video, weil ich mir noch nicht sicher bin, wie ich das machen soll. Auf jeden Fall welche Videos über die Quests machen. Und die beiden kuscheln hier irgendwie miteinander. Okay, wo sollen wir denn anfangen? Fangen wir mal bei denen hier an, die stehen hier so schön, wenn man hier so rumkommen würde. Auf jeden Fall gibt es hier den Zement-Truck. Erklärt sich, denke ich, von selbst, warum der Zement-Truck heißt. Wegen dem Teil hier, wo der Zement gerührt wird oder ja, gedreht wird, gerührt, keine Ahnung, gemixt wird. Und ja, das Teil ist jetzt nicht sonderlich schnell, glaube ich. Die Text hier aus dem Weg. Ich denke mal, ich kann hier nicht so viel rumfahren. Und ich würde die Fahrzeuge auch gerne alle auf einem... Was macht das? Ist der eine da runtergerollt? Nee, die sind ja jetzt nicht runter... der rote Kollege da unten meint, er müsste hier runterrollen. Okay. Auf jeden Fall, der Zement-Truck, eines von den Construction-Zeit-Teilen, das hat die ID von 841. Und der Bulldozer hier, der hat die ID von 840. Also die IDs gehen alle von 840 bis 849. Ist genau das, was er erwartet. Ein Einsitzer, der da ist, ein Zweisitzer, der Zement-Truck. Und ja, genau das, was er erwartet. Nicht zu schnell, nicht zu viel Schutz unbedingt. Und ja, Top-Speed von vielleicht 40, 50. Na, die Text geht aus dem Weg, ey. Ja, ich sag jetzt einfach mal 40, 50. Und dann haben wir noch einen Einsitzer von den Bauarbeit Construction Site Fahrzeugen. Das Skiploader. Der hat die ID von 842. Einsitzer, und ihr könnt damit halt auch rumfahren. Ich glaube, der hat auch einen Top Speed von 40, 50. Und ihr könnt die Gabeln von dem Gabelstapler nicht hoch machen oder runter machen. Das ist aber Anturnbegrenzung wahrscheinlich. Und ja, das wären die Construction Site Teile hier. So, hier ist Zweisitzer, der Scavenger. Kann ordentlich hier hinten tragen. Kann zum Beispiel so einen Benzintank oder Wassertank, diese ganz großen Tanks hinpacken, die damals, glaube ich, in der 3.15 oder so rauskamen. Ja, die könnte man da drauf, das ist nur Kisten halt. Und der ist, meine ich, richtig schnell. Wenn man vorwärts fährt, wir fahren nur ein bisschen rückwärts, weil ich auf dem Berg hier bin. Ich fand die Location nur geil. Ja, ihr seht schon, der ist ziemlich schnell, wir lassen nichts mehr da. Der Sport Dune Buggy ist so ähnlich, der kann so 60, 70 kriegen. Heilige Mutter Maria, sind die schnell. Das ist da unten, ist auch ein Zweisitzer, sind beides Zweisitzer, meine ich. Nein, ist auch ein Zweisitzer. Da kann man aber nicht so gut Dings dran machen. Kisten zum Beispiel. Und ja, dann gucken wir uns mal den hier an, bevor wir zu den beiden Schätzchen hier kommen und dem Teil, was da unten ist, und dem roten da unten. Der Delivery Truck, der hat die ID von 847. Und der Scavenger hat übrigens da unten das längere Teil 844 und der Sport Dune Buggy der kleinere 843. Der Delivery Truck ist das, was man von einem Delivery Truck, danke Regen, erwarten könnte. Das ist gut für meine Pflanzen da hinten. Zwei Sitze. Und man kann hier hinten nicht rein, dafür kann man hier halt ordentlich dran lagern. Wie gesagt, Kissen und Tankkanister und sowas. Man könnte hier eigentlich auch so ein Fahren... Warte mal, kann man?
Nein, es war klar, dass man hier nicht so eine Platte... Man müsste hier so eine Platte dran machen. Und dann, wenn man hier reinkommen würde, also eine Makeshift-Tür dran machen. Und wenn man hier reinkommt, dann sind hier so Waffen und Benzin und so an diesen Waffenhalterungen. Kennt ihr das? Okay. Ja, wir tun den irgendwann mal vielleicht. Da hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Den hier, denke ich, brauche ich nicht nochmal demonstrieren. Den Hot Air Balloon, weil im Update-Video habe ich den schon mal gezeigt. Hat immer noch Helikoptergeräusche. Oder? Ja, das wurde immer nicht gefixt. Der hat Helikoptergeräusche und man hört da die Rotorblätter, obwohl das Teil keine Rotorblätter hat. Und zwei Sitzer, einer Steuer. Ist wie ein Heli halt, nur hat ganz leichte Neigung, kann man dann machen. Man muss irgendwie 20 Sekunden gedrückt halten, um damit er sich ein bisschen schief macht, damit man in eine Richtung fliegen kann halt. Ja. Ist aber trotzdem cool, das Teil. Dann würde ich sagen, machen wir den Autogyro, den man craften kann. Ich glaube... Oh, ich weiß gar nicht, wie man den fliegt jetzt. Oh. Weil der ist irgendwie so ein komischer Mix angeblich zwischen Helikopter und Flugzeug. Deshalb ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall kann man den craften mit einem Generator. Ich glaube, ein bisschen Duct Tape braucht ihr. Metallbarren und diese Metallplatten braucht ihr dafür. Ich glaube, Metallplatten 4 Stück, Chemikalien weiß ich nicht. Kann auch sein. Ich glaube aber eher nicht. Und dann habt ihr so ein Teil. Ist natürlich nur ein Einsitzer, aber dafür ist er auch craftbar. Also, das gibt einen dicken Pluspunkt. Wenn ihr den Hot Air Balloon reinspawnen wollt, hat er übrigens eine ID von 849. Und das, der Autogyro, den ich euch gerade gezeigt habe, das der Mini-Helikopter, der ist ein 846, hat er die ID. Und das schöne Ding hier, der Legareno, der hat die ID von 845 und ist sehr schnell. Ne, der hat den Topspeed von 110, meine ich. Oh! 130 gerade. Aber das war, glaube ich, wegen der Unturned Physics. Komm, wir fahren den Major. Der ist sau schnell. Komm, Kann aber daher auch nicht so gut kontrollieren, heilige Scheiße. Auf jeden Fall das schnellste Fahrzeug in Unturned angeblich momentan. Und ja, ist auch ziemlich cool. Es gibt den aber nur in Rot, nicht wie den das Quadbike oder so, was ich da vorne stehen hatte, was ich gepimpt habe. Das gibt es in allen möglichen Farben, den gibt es nur in der Farbe. Und das allerletzte ist das da. Das Makeshift Raft. Das hat die ID von 848. Kann man aber momentan anscheinend noch nicht craften. Also irgendwie haben die da was verkackt, das muss dann gefixt werden. Auf jeden Fall, was man erwarten würde, weil man sitzt da so komisch seitlich drauf, deshalb muss man so in die Richtung gucken, wenn man in First Person ist. Weil es lenkt sich genauso, wenn ich jetzt, ich muss jetzt nicht nach links drücken, damit der geradeaus fährt, ich muss halt ganz normal W drücken. Und ja, ich denke mal, zum Abschluss, weil das meine Vanilla-Welt ist, werden wir die ganzen Fahrzeuge hier einmal kaputt... Oh, obwohl, mit dem hier müssen wir den Wasserfall hier runterspringen. Okay, komm. Wuhu! Platsch. Ja, wow. Super. Ja, wie gesagt, ich dachte, wir machen die jetzt einmal kaputt. Ich spawne einen Rocket Launcher und wir zerstören die Scheiße. Weil ich will jetzt nicht unbedingt in meiner Vanilla-Welt hier die ganzen Fahrzeuge rumstehen haben. So, ja, das war's dann eigentlich. Schönen Abgang gemacht am Ende noch jetzt. Und ja, das waren alle Hawaii-Fahrzeuge, die jetzt neu reingemacht wurden oder halt nicht in den Update-Notes standen. Kann ich euch auch zeigen, die standen ja halt nicht. Da steht halt gar nichts von denen drin, die sollte man so geheim finden, aber die Leute kriegen natürlich die IDs raus, ist ja klar, ne? Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ciao.
allein oder stirb. Einfach weil wir uns anderen Menschen gegenüber besser verhalten können, weil wir wissen, was richtig und was falsch ist und weil wir nicht aufgrund von irgendwelchen Gruppenzwangssachen uns anderen unterwerfen.